Hallo, ich bin Ina Wilde, 24 Jahre alt, aus Schwerte und ich fahre jetzt seit 11 Jahren Motorradtrail. Also das Gute beim Trail ist, dass auch schon Neueinsteiger recht früh an Wettbewerben teilnehmen können, weil es viele unterschiedliche Leistungsklassen gibt. Einen Führerschein braucht man auch nicht, weil das alles auf altbesperrtem Gelände stattfindet. Ein Wettkampf dauert so circa 5 bis 6 Stunden. Ich durchfahre dann meist 32 bis 36 abgesteckte Sektionen, darf dabei keine Füße setzen und wer am Ende des Tages die wenigsten Füße hat, der gewinnt. Also es ist schon ein männerdominierter Sport, muss man sagen. Wir Frauen sind schon stark in der Unterzahl, ja. Für mich ist das ein befreites Gefühl, Trail zu fahren. Du musst wirklich so konzentriert sein, dass man überhaupt nicht die Chance hat, an was anderes zu denken. Also wenn ich wirklich fahre, dann ist alles andere eigentlich ausgeblendet und das befreit einen wirklich. Mein schönstes Erlebnis ist in der Regel das Trail der Nation am Ende des Jahres. Das ist die Mannschaftsweltmeisterschaft und das ist immer ein Riesenspaß. Da treten wirklich die Länder gegeneinander an, die Nationalmannschaften. Und das ist ein Feeling, das ist unbeschreiblich und das findet man auch in keinem anderen Wettbewerb. Normalerweise fährt man für sich alleine und gegen die Konkurrenz auch aus dem eigenen Land. Mein Ziel ist eigentlich, bei der Weltmeisterschaft unter die Top 10 zu kommen. Dieses Jahr war schon der erste Lauf in Belgien, da habe ich es geschafft mit einem 7. Platz. Und ich hoffe, dass ich in Spanien und Andorra, da sind die nächsten beiden Läufe, dass ich da die Platzierung halten oder sogar verbessern kann. Und fürs Trail der Nationen, da würde ich gerne mit der Mannschaft wieder aufs Treppchen fahren wie letztes Jahr. Also ich trainiere in der Regel 3-mal die Woche, am Wochenende und wenn ich es schaffe, unter der Woche. Durch mein Studium bin ich da ein bisschen eingeschränkt mittlerweile, aber es lässt sich doch ganz gut vereinbaren. Und im Sommer, wenn ich frei habe, dann bin ich auch öfter unterwegs. Neben dem Trailfahren studiere ich in Münster Biologie und Pädagogik auf Lehramt. Bin jetzt aber auch bald schon fertig und selber arbeite ich viel als Trainer. Es macht mir Riesenspaß, wirklich jungen Fahrern mein Wissen praktisch weiterzugeben und zu sehen, wie sie sich verbessern. Das macht Spaß und es ist auch ein Ansporn und das mache ich gerne.